In einem Wohnhaus des fränkischen Marktfleckens Herrieden eröffnete der Youngster Anfang Mai seine eigene Galerie. Auf den 150 Quadratmetern Ausstellungsfläche befinden sich rund 80 Ölgemälde und etwa 90 Aquarelle und Zeichnungen. Thema dieser einzigartigen Ausstellung: die Idole der Rock- und Popmusik. Wie dicht Anfang und Ende beieinander liegen, zeigt der Gang über den liebevoll angelegten Friedhof. 18 Grabsteine erinnern hier an die Legenden des Rock'n'Roll. Natürlich nur an die, auf die der Fan Manto Barfuß selbst steht. Die Krönung der Musikartgalerie ist das Kolossalgemälde The History of Rock'n'Roll. In 1200 Stunden verewigte Matto 36 Pioniere der Rockmusik in chronologischer Reihenfolge, von Presley bis Prinz. Es ist ein Modell, das ein Kondor und ein Delfin als Pflanzenhecke vorstellt. Da auf einem Quadratmeter, in Wirklichkeit sollte das Ganze ein Ausmaß von einem Quadratkilometer haben. Als Künstler hat Matto Barfuß stellvertretend einen Traum gelebt, an dem alle durch seine Geschichten und Bilder teilhaben können. Ich bin durch die Malerei und durch meine Art, wie ich hier lebe, eigentlich mit der gepaarten Familie ständig verbunden. Und für mich ist Kunst der intensivste Bezug überhaupt dazu. Und letztendlich ist mein Atelier so ein Afrika, ein Ersatz-Afrika in Deutschland. Und wenn immer ich vor der Staffelei stehe, dann habe ich auch so dieses afrikanische, zeitlose Gefühl und auch eine Sehnsucht, die gepaarten Familie wiederzutreffen. Das ist alles drin in meiner Kunst. In dieser Gepardentür hängen die Afrika-Träume. In Rheinau bei Baden-Baden hat Matto Barfuß in diesem Ökohaus seine Galerie neu eröffnet. Bei der Vernissage ist auch die Barfuß-Family da. Alles Fans, die von der Kunst und den Gepardenträumen fasziniert sind. Ich bin Filmdenker und meine Bilder sind im Prinzip Filmsegmente, die ich Ein Bild zu verkaufen fällt Matto Barfuß schwer. Aber es muss sein, denn der Künstler lebt ja davon. Übrigens auch von Dia-Shows und seinen Büchern.